Liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht wieder weiter bei Let's Play Shadow Hearts Covenant mit einem Gast und zwar dem Alex, schon wieder. Jawohl, und wir sind ja hier da, um zu schauen, ob die das mit dem Timing hinkriegen. Mal sehen. Yuri hat wohl seine Zweifel. Ja, ich bin fertig, auf drei. Klar. Okay, fang an. Okay. Es geht los. 1, 2, 3. Die haben es geschafft. Man muss es noch nicht mehr machen. Gut. Geschafft. Hier wird das Mädchen irgendwo festgehalten. Wir gehen rein, holen sie und gehen wieder raus. Ja, Beeilung. Auf geht's. Ich fände es noch ein cooles Gimmick, wenn du die Knöpfe hättest drücken müssen. Oh ja. In einem das bestimmten Timing. Final Fantasy 7. Dieses Projekt nehme ich ja gerade auf. So, habe ich noch nichts von hochgeladen. Ist eine kleine Überraschung, die dann bis dahin schon aufgedeckt ist. Erstmal wieder speichern, das gehört ja mal dazu. Was ich wollte gerade sagen, diese Überraschung wird dann keine Überraschung mehr sein für die Leute, die die Videos verfolgen, fand ihr? Richtig. So, oder der. Sehr schön. Patsch. Ja, mit Kurando können wir leider noch nichts mit seinen Fähigkeiten anfangen. Das kommt aber noch, Leute, keine Sorge. Wir machen die Tür mal auf und stürmen die Party. Der Schusshund des alten Mannes ist gekommen, um das Mädchen zurückzuholen. Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Gib sie mir. Das sicher nicht. Jetzt ist es Zeit, meine Eisensoldaten vorzustellen. Höhö, lustig. Boss-Time. 4 Gegner und ein Hauptgegner. Nun ja, Leute. Dann wollen wir mal in diesem Fall mal etwas ernster an die ganze Sache rangehen und Amon rausholen. Der muss nämlich definitiv in diesen Kampf rein. So. Und wir haben jetzt eine Dreierchance zu kombinieren. Die Akagi-Soldaten. Warum kann ich die jetzt nicht sehen? Ich habe Anastasia im Kampf vergessen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, okay. Müssen wir durch. Ich habe ja die Daten mir zum Glück aufgeschrieben, als ich ihn das letzte Mal fotografiert habe. Ja, ich war damals wirklich ein richtiger Freak, was das anging. Das Ende, das Ende. Ja, dann kümmern wir uns doch erstmal um seine 4 Soldaten. Wo du 3 betreffen kannst sogar auf einmal. Da treffe ich 3, das sind nur schon reichen. Boom, perfektes Ende. Ob es wirklich so perfekt ist, ich weiß es nicht. Ein Combo. So, Combo. Und das macht sonst muss man den Entwicklern echt lassen, dass sie sich richtig viel Mühe gegeben haben bei den Fähigkeiten. Ja. Respekt. Respekt. Wohlbar. So, der letzte Akagi-Soldat steht hier auch noch. Den Yorokiman, glaube ich, mir das auch jetzt töten wird. Den dürfte er abdankend ins Nirvana schicken. Genau so. Und Kurando greift jetzt mal Kombo. Ne, wir machen keine weitere Kombo mehr. Wir sind hier noch in der Kombo. Und greift Oberstleutnant Terada an. Und die Combo ist perfekt, ist gut abgeschlossen. 108 Schadenpunkte schon mal. Und ja, was machen wir? Wir machen mal wieder eine Tarotkarte in der Hoffnung, dass wir was Erfolgreiches ziehen. Und nicht wie vorhin. Oh ja. PP verbraucht der Verbündeten auf 50% reduziert. Ach ja, das ist gut. Das heißt, die werden jetzt nicht so schnell ihre PP verlieren. Und können einige Züge länger bleiben. Er macht aber gut Schaden. Wow. Okay, also okay. Physisch gesehen ist er ein sehr guter Gegner, was das angeht. Gut, dass wir den guten Amon gewählt haben. Weil der kann schon einiges da machen. Wir werden dann mal jetzt trotzdem kombinieren. Und zwar mit dem guten Amon kombinieren. Denn da werde ich jetzt erstmal einige Kombos rausholen. Aber Lucia hat, glaube ich, noch Symbolmagie, die uns alle heilt. Oder hat sie die nicht? Nee, hat sie nicht. Das ist natürlich nicht gut. Aber sie hat den Bogenorkan, den können wir sehr gut gebrauchen. Verkürzt das Zugintervall. So können wir wesentlich mehr Zauber gemeinsam aktivieren. Okay, sogar im Perfektmodus. Ja, der Action-Speed wird nämlich erhöht, wesentlich schneller. So, jetzt können wir nämlich einiges noch machen. Wir haben jetzt eine Combo mit Joachim schon dabei. Und holen wieder was raus. Ein Skill. Mal schauen, welchen Skill wir rausholen. Wir holen mal wieder das Ende raus. Das macht ja einigermaßen guten Schaden. So, perfektes Ende.
Das zauber ich ja gerne mal. Wer sich an Shadow Hearts 1 erinnert, ja, da habe ich es auch oft gezaubert. Und nicht nur einmal. Wumm, 170 Schaden mit einem Angriff. Passt. Joachim, Symbolmagie können wir jetzt schon... Ach nee, ist ja keine Kombo-Magie, ist ja... Ist ja egal, dann holen wir mal den Deathtron-Hammer wieder raus. Mal gucken, was wir jetzt dann mit dem für einen Schaden machen. Der hat ja gerade ordentlich Schaden gemacht. Der Boss hat aber auch einiges an HP, muss man sagen. 3360 hat er. Wurms! Ja, wow, das waren schon mal 425. Ja, das ist nicht wenig. Aber er macht trotzdem sehr viel Schaden. Also, okay, aber das bin ich nicht gewohnt. Also, wir kombinieren mal mit allen, um mal eine richtig heftige Runde zu machen, wo wir alles mal auf ihn draufhauen. Kurando wird mit kombinieren. Er wird allerdings nur angreifen. Sonst können wir nämlich gar nichts damit anfangen. Und ja, die gute Lucia wird jetzt noch mit in die Combo reingehen. Bei Joachim. Joachim eröffnet die ganze Combo mit seinem Deathtron-Hammer. Der natürlich auch sehr viele MP frisst. Aber egal, das stört mich nicht. Jetzt machen wir nur einen normalen Deathtron-Hammer, das stört mich auch nicht. So. Wir werden mal einige Zauber jetzt auf ihn raufhauen. 176, das ist ein guter Anfang. Kurando jetzt erstmal mit Angriffen, der noch dazwischen geschmissen wird. Sehr schön. Eine Rolle wäre halt, wenn der Kurando nochmal angreift, kannst du vielleicht Pech und Kurando stirbt. Oh, der physische Angriff ist reduziert. Das ist doch schon mal ein sehr guter Vorteil. Dann macht der nicht mehr allzu viel Schaden. Amon macht jetzt nochmal sein Ende, um ihn noch ein bisschen zu schwächen. Sehr schön. Und Lucia ist dann als Letzte dran. Mal schauen, was wir dann für einen Zauber rausholen. Vielleicht können wir ja eine Kombo-Magie zeigen. Die hast du ja auch noch nicht gesehen. Nein, noch nicht. So, ich hoffe mal, dass das jetzt dann hinhaut. Ja, Kombo-Magie, sehr schön. Dann werden wir mal jetzt einen zufälligen wählen, und zwar diesen hier. Das ist Wind. Das ist Wind. Da ist Wind mit drin und da ist Erde mit drin. Ich werde den Windzauber mal wählen, denn Wasserelementar, da könnte man das durchaus machen. Und man sieht, wie viele Flächen er hat, und er ist perfekt getroffen. Okay. Sehr schön. Ah ne, da ist Licht mit drin. 253 Schaden. Naja, 847 Punkte in einem Zug. Das ist akzeptabel. Und er macht nicht mehr so viel Schaden. Das ist ein extremer Unterschied. Oh ja. Ein extremer Unterschied. Ich würde gerne mit Kurando seine Fähigkeiten benutzen. Kann ich aber nicht. Das ist ärgerlich. Ah! Das war mal zu früh. Okay. Ich frage mich schon auf diese Fähigkeiten, wenn die... Auf diese ominösen Fähigkeiten, wenn sie wirklich so gut sein soll wie du. Ja. Schon vor ihnen schwärmst. Oh ja. Ja, das machen wir mit... Wir schlagen mit Amon mal ganz normal zu. Ich glaube, ich habe dem Korallengegenstand gegeben. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, die werden auch nach diesem Kampf werden die freigeschaltet. Weil dann irgendwas passiert. Weil ihm fehlt da noch einiges. So, erstmal wieder alle heilen. Sehr schön. Na, oh, das passt. Und Lucia, was könntest du für eine Aromatherapie mal machen? Mondöl. Führt einen Zug, die Rate der kritischen Ursache ist. Hui! Sehr schön. Ja, Aromatherapie ist auch ein Mittel, was ich sehr gerne in diesen Kämpfen benutze. Aha. Weil da eben halt sehr viel auch mitgemacht werden kann an Zusatzsprüchen, die man immer gebrauchen kann. So. Für einen Zug jetzt. Da kann er mich ruhig noch angreifen. Das ist mir jetzt egal. Ich hau jetzt voll auf ihn drauf. Ich werde aber auch keine Schlüssel verwenden. Obwohl, bei Joachim könnte es sich lohnen, einen Schlüssel zu verwenden. Wenn ich da treffe. Nein! Okay. Das war fail. Ja, definitiv. Einen dritten Schlüssel. Davon kann ich später noch ein paar bekommen. Dann hau ich den raus. Nein! Weil dann dreht sich der ganze Kringel nämlich dreimal um den ganzen Kringel rum. Man könnte das verwenden, aber das ist ja jetzt auch vorbei. Scheint auch nicht gerade leicht zu sein. Nicht wirklich, aber ich mache nochmal diesen Effekt. Dann kann ich wenigstens nochmal raushauen. Wenigstens. Später ist es auf jeden Fall einfacher. Später ist es auch einfacher, weil ich da die ganzen Korallengegenstände hole, die den Zeiger wesentlich verlangsamen. Okay. So, und jetzt also kann ich auch wieder diesen Effekt nutzen. Momentan sieht er nämlich noch sehr schnell aus. Ja, es geht. Also bei Shadow Hearts 1 wirst du sehen, was wirklich schnell ist. So viel dazu.
Da wirst du wirklich sehen, was schnell ist. Dann ist nämlich, glaube ich, das Doppelte von der Geschwindigkeit. Da musst du wirklich aufpassen. Ja. Zack. Also, so besonders ist der auch nicht mehr drauf, der Typ. Von dem kommt kaum noch Schaden. Besonders durch die AP-Verringerung. Ja. So, was machen wir denn jetzt noch? Machen wir mal einen Hagelschnabel. Habe ich schon lange nicht mehr auf ihn gemacht. Oder einen Felssturm. Ich wollte ja schon immer mal den Felssturm präsentieren. Zumindest hier jetzt. Ich glaube, wir haben ihn schon ein paar Mal in den Videos gezeigt. Rums. Drei Felsen, die auf einen zulaufen. Ich habe sehr viele MP verballert, wie ich sehe. Das ist das schon Hammer. Das kommt öfters, dass ich mal ein paar MP verballer. Das kommt bei mir öfters mal vor, Leute. Das kennt ihr ja schon von mir. So, 105 Punkte hat der gute Amon noch. Ja, wir werden trotzdem mit Amon weiter aufplästern, weil es läuft ganz gut. Ich mache mir da jetzt nicht die großartigen Sorgen, dass ich diesen Kampf verliere. Auch Kurando kann jetzt noch zuschlagen. Leider habe ich keinen besonderen Effekt mehr für ihn, dass er wirklich Schaden macht. Wenn ich diesen Effekt jetzt noch gehabt hätte mit dem Kritisch-Effekt, dann hätte ich ihn auf jeden Fall getötet. Aber großartiges Problem ist er ja auch nicht mehr. So, Bogenorkan-Effekt immer noch da. Obwohl jetzt nicht mehr, bei keinem mehr. Weil das dürfte jetzt auch vorbei sein, das Thema. Ja, das war's. Terada liegt am Boden, ist besiegt. Du hattest aber auch Glück wegen der physischen Schadensverringerung. Oh ja, die hat einiges leichter gemacht. Wir bekommen ein bisschen mehr Geld als normal, wegen dem Sieg in 6 Zügen. Hätte ich gewonnen, nach vollem Ringerfolg, hätte ich noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber wir haben jetzt auch einiges im Sehen. Das gab gut Erfahrung, sehr gut Erfahrung. Oh ja, 20.000 kann man nicht unter den Teppich kehren. So. Dann wollen wir. Und Seelen haben wir auch einige bekommen. Von daher. Da ist sie, die Tochter. Wir haben sie ja schon gesehen. Princess. Are you okay, Princess? I'm okay. You're a lucky little girl. Who are you? Call me Yuri. And this guy's name isn't Snowball. It's Blanca. Blanca? Yeah. So, it's Blanca, is it? Thanks, Blanca. I'm Yoshiko. Yoshiko Kawashima. Yoshiko Kawashima? Yes? This is Yoshiko. She is the daughter of my master, Naniwa Kawashima. So, you mean the old man is... Yes. Is that right? Yuri! I am Kaneda, captain of the Mikasa. Don't make any sudden moves. No one needs to get hurt. You called me, Minister. Terada has failed. Yes? Kawashima's murder, the kidnapping, all have failed. It's all because of that young bodyguard of his. I've heard the rumors, but I never imagined it was so bad. It's time to go to Plan B. Special Agent Kato, are your apes ready? The final one. Oka is nearly completed. The third one required quite a bit of time and money, did it not? I'm sorry, Minister. Very well. I must speak with Garan now. You may leave.
Special Agent Kato. Yes, sir. Don't get too involved in your work. I may appear human, but in the end, an ape is just an ape. Yes, sir. I understand very well. Since his return from Russia, he's been shut up in the laboratory, practicing suspicious magic. He came back from Europe with a great present for me. Let him play with his little toys. Minister, you are far too easy on him. He was nearly court-martialed after coming back from Europe. You shouldn't give him such an important position. Special Agent Kato has traveled in Asia and Europe and seen much of the world. On the other hand, you have never left Japan, and I'm not surprised you see things differently. It's really quite interesting. I cannot understand you. Prepare for our attack on Kawashima. He has adopted a daughter of the Qing Dynasty in order to gain a foothold in Asia. He plans to resist Yuan Shigai and even support the guerrilla war. I'm afraid if those events should occur, we'll lose our advantage. Ah, yes. We cannot ever permit that. We cannot allow Kawashima the power to create a country in Asia. We must eliminate him while he's still in Yokohama. I understand you. With my magic, I will send his soul spiraling into hell. I'm counting on it. Tja, nicht sehr schön, was sie da vorhaben. Escape from there. Kill anything in your way, then come to me as swiftly as you can. Yes, Master. Okay. Wir sind also jetzt dieser Oka-Affe auf Stufe 50. Ordentlich HP und so weiter. Nun ja. Ist das so eine Kampfmaschine, oder? Anscheinend. Und was es mit Kawashima auf sich hat, das werde ich dir jetzt auch gleich noch erklären, nachdem ich dieses Video beende, weil sonst verstehst du hinterher nicht, worum es hier geht. Denn ich werde dieses Video an dieser Stelle schon beenden. Ich habe noch einiges zu erledigen. Ich hoffe, es hat dem Alex Spaß gemacht, bei Shadowhearts Covenant dabei zu sein. Ja, sehr sogar. Was war denn so dein Eindruck von dem, was du bis jetzt erlebt hast? Also mein Eindruck von diesem Spiel bisher sogar noch, ist noch besser wie vorher sogar schon. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu spielen, schätze ich mal. Ja, also liebe Freunde der Seichten Unterhaltung, ihr könnt auch gerne dabei sein bei einem weiteren Projekt des Ravenite. Schreibt ihn einfach bei Skype an. Ihr seht, ich mache es möglich und ich habe auch kein Problem damit, Leute dazu zu holen. Ich bedanke mich bei Alex für die Zusammenarbeit und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Shadowhearts Covenant. Bis dahin spart der Raven Knight nimmer mehr und Alex darf sich verabschieden.
Und ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Ciao, ciao.